Grüßt euch miteinander. Heute fahren wir nach Frankfurt zum Skyline Plaza. Natürlich haben wir auch wieder ein Steinchen dabei. Wird versteckt. Mal schauen, wer es findet. Und ob wir mal ein Update kriegen, ne? Und ob wir ein Update kriegen. Wir sind in Frankfurt angekommen. Guck mal, was für ein Kackwetter wir haben. Deswegen müssen wir auch irgendwo reingehen. Da ist der Messeturm. Und vielleicht können wir beim Skyline Plaza mal aufs Dach gehen, weil von da hat man einen coolen Ausblick über das gesamte Europaviertel. Da ist die Messe übrigens. So, hier haben wir den neuen Stadtteil von Frankfurt, das Europaviertel. Unser ehemaliger Hesse, der in Thailand lebt, wollte es mal sehen. Hier, die bauen hier wie bekloppt und es ist schweineteuer. So, hier haben wir das Skyline Plaza, da wollen wir hin. So, jetzt sind wir im Skyline Plaza angekommen und jetzt werden wir mal unsere Runden drehen. Gut, der Hessebub ist schon irgendwo da hinten verschwunden. Jetzt bummeln wir erstmal durch die Stockwerke. Schaut ziemlich cool aus hier. Ist länger nicht mehr da. Echt nett. Und auch zum Teil echt tolle Geschäfte. Ja, das gibt es hier auch. Wie in so vielen Malls. Ach je, jetzt reitet er hier durch die Prärie. So, wir brauchen noch eine Seife. Sind jetzt in der Drogerie. Zack, kleinen DM-Hol. So, hier sind Duschgele für Kinder und Badeschaum. Da sind wir richtig. Eins. Davon brauchen wir auch was. Warte mal. Eins. Genau, der Herr hat sich so eine Kugel zum Baden ausgesucht. Da ist so eine Überraschung drin, so ein kleines Tierchen. Meistens so ein Plastikdelfin. Nein, heute ist ein Hai drin. Oh, cool. Da stehst du doch drauf. Das sprudelt dann so in der Badewanne. Das sieht echt cool aus. Und ein Vanille-Lavendel-Bad zum Beruhigen vor dem Schlafen gehen. So, jetzt Mutter legt uns alles drauf. Dankeschön. Wo waren wir jetzt gerade? So, wir waren gerade bei dem American Food Club und meine Schwester hat mir Honey Mustard Pringles gekauft. Die werden wir jetzt gleich mal probieren. Unter anderem das. Ich halte es mal in die Kamera. Ja. Cheese and Peanut Butter Sandwich Crackers. Die probieren wir jetzt aus. Ja. Bin mal gespannt. Ja, die sehen böse aus. Schnupper war da dran. Wir riechen die. Zu 100% Glutamat, würde ich sagen. Aber Moment, ich probiere es aus. Moment. Zeig mal das Dingchen. Das ist nicht so. Ah ja. Also Peanut Butter ist drin, ne? Na, was schmeckt es? Interessant. Also es riecht. Also ich habe jetzt keins. Es riecht voll streng nach Peanut Butter. Also die Peanut Butter kommt auch mehr raus als jetzt der Käsecracker an sich. Aber ja. Es hat was. Also so, man merkt schon. Man möchte davon mehr essen. Oh, Suchtstoffe eingearbeitet. Und? Was sagst du? Sehr stark. Erdnussbutterlastig, sehr, sehr stark. Aber hier auf dem Packung stehen auch 5 Gramm Proteine. Also? Spart ihr euch den Proteinshake? Genau, reden wir uns das mal schön. Aber es schmeckt ganz doll nach Peanut Butter. Und den Käsegeschmack kann ich so gar nicht wahrnehmen. So, jetzt killen wir mal die Pringles Honey Mustard. Bin mal gespannt. Warte mal, ich mach mal auf. Hat schon ein feines Stiftchen. Na, was riecht es? Ah ja, nach Honig und Essig. So sehen sie aus. Mhm. Ja, geil. Geil. Geil? Hm?
So, wir sind ja jetzt in Frankfurt, wie gesagt, in dem Skyline Plaza. Und hier habe ich unseren Stein, unseren Findelstein. Den werde ich jetzt hier deponieren. Mal schauen, ob es jemand gibt, der den dann auch bekannt macht. Da. Genau. Macht sich gut an der Stelle. Farblich passt es super. So sieht es aus wie gewollt, so ein Accessoire, was hier so zur Deko liegt. Ja, okay. Lass mal hier, oder? Coole Sache. So, dann fahren wir jetzt mal hoch. Und unser Stein, der liegt noch ganz brav dort auf der Bank. Und jetzt gehen wir mal in die erste Etage. Dann fahren wir jetzt mal da hoch. Das lohnt sich, wir zeigen es euch mal. Ausblick von da oben, das ist sehr geil. Wir warten auf den Fahrstuhl. So, jetzt zeige ich euch mal was richtig Cooles. Jetzt können wir den Messeturm streicheln. Da, schaut mal. Wir stehen hier auf der Plattform vom Skyline Plaza. Und das ist der Hammer. Also hier kannst du echt, hat das Gefühl, man kann hier die ganzen Wolkenkratzer anfassen. Es ist der Hammer. Und ich glaube, diese Kuppel, entweder ist sie von der Festhalle oder vom Skyline Plaza, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall. Nee, die ist glaube ich schon vom Skyline Plaza, ne? So, jetzt schaut mal. Das ist die neue Europaallee hier in Frankfurt am Main. Hammer. Die Festhalle. Zeig uns doch mal die Festhalle, Hesemutter. Die Festhalle ist hier drüben, da wo die Fahne, Deutschlandfahne geht. Genau, da mit der Deutschlandfahne. Das ist die Festhalle, stimmt. Genau. Und hier guckt mal den Messeturm, auch Bleistift genannt. Es ist der Hammer hier oben, die Aussicht. Stimmt, gleich hier neben. Mhm. Jo, sieht echt cool aus, finde ich. Wie viel kostet der Quadratmeter hier für die Wohnung? 4000 Quadratmeter, 4000 Euro der Quadratmeter, glaube ich, oder ein bisschen teurer. Also schweineteuer, Leute. Dieser Wohnturm. Ja, wir gehen gleich runter. Ja, wir gehen gleich wieder runter. Yes. Ja. Mm, sieht toll aus jetzt, wo der Sonnenuntergang da hinten ist. Also, wenn ihr hier seid und hier auf dem Skyline Plaza seid, geht mal hoch auf die Plattform. Es lohnt sich echt. Es ist echt Frankfurt? Genial. Ja, Frankfurt ist das. Yeah. Frankfurt am Main. Yeah. Wir sitzen jetzt bei Coa. Mag ich sehr gerne übrigens. Ja, ich auch. Das ist echt, das Essen ist so frisch und schmeckt total gut. Und was ich auch sehr cool finde, ist immer die Einrichtung. Ich finde, sie sieht voll gemütlich aus. Und so ein bisschen abgedunkelt. Also kann man echt schön sitzen. Genau. Und der Hessebub isst wieder mit Stäbchen, wie immer. Ja. So, lassen wir es uns jetzt schmecken. So, das sind Sommerrollen. Die essen wir jetzt erstmal mit drei verschiedenen Soßen. Zum Dippen. Voll lecker, Leute. Sehr lecker. Boah, lass dir schmecken. Danke. Und der Hessebub, der hat seinen gebratenen Reis. Sieht auch gut aus. Mh, jetzt eine scharfe Bowl mit Tofu und Süßkartoffel. Voll lecker. Was isst denn du, Hessemutter? Kokos-Erdnuss-Hähnchen. Mega lecker. Sieht auch ganz toll aus. Ja. Die Dips von der Vorspeise haben wir uns behalten. Sehr lecker. Oh, da liegt ja der Stein. Da, hier, seht ihr den? Den hat jemand da runtergeworfen. Hier waren gerade ganz viele spielende Kinder. Und ich nehme an, dass einer den runtergeworfen hat. Wir werden ihn wieder neu platzieren. Mal gucken, ob wir den wieder drauflegen oder was wir machen. Die Hessemutter nimmt ihn wieder mit. Scheinbar sind die Hesse ein bisschen zu blöd dazu. Ich glaube fast auch. Boah, schaut mal hier. Die Limo steht bereit. Wir wollen nach Hause. Da ist sie. Sehr geil, Limo King hier. Was ein Brett? So, wir stehen jetzt vor dem Plaza. Guck mal, so cool sieht es aus hier. Fleischbur. Hessebub. Fress nicht hier rum. So, hier ist das Marriott Hotel. Da vorne ist die Festhalle davor. Hier haben wir die Messeringe. Hier, da.
blau und rot. Und hier haben wir den Messeturm. So, Hessenmutter. Wir müssen unseren Kieselstein hier irgendwo bringen. Unser Wackerstein. Unser Wackerstein. Oh Mann, ey. Was ist da flöten? Ich weiß nicht. Irgendwann schon. Vielleicht müssen wir nach Bayern Süd oder nach Bremen West gehen, um dann den Stein irgendwie niederzulegen. Aber das kann man nicht sein. Oder wir müssen einfach ein bisschen Geduld haben. Ja. Hier sind wir vom Mövenpick Hotel. Da steht eine Schweizer Kuh. Sieht sehr süß aus. Da sitzt die Hessemutti. Na? Nächster Versuch, ganz dezent neben mir. Lass den liegen, Hessebub. Kein Ei, was man ausbrüten kann. Na gut, dann lass uns weiter rausgehen. So, jetzt sind wir mal den anderen Ausgang rausgegangen vom Skyline Plaza und hoffen, dass wir zur S-Bahn kommen. Irgendwie hier im Dunkeln. Es ist gar nicht so leicht, sich zurechtzufinden. Wir sind ja nicht so oft hier. Aber ich glaube, irgendwo da müsste... Vorne müsste die S-Bahn-Station irgendwo sein und es regnet. Jetzt laufen wir gerade an diesem Messering vorbei und gucken, dass wir vielleicht die Straßenbahn bis zum Hauptbahnhof zumindest nehmen und dann da weiterkommen. Sieht schon cool aus, ne? Frankfurt hat schon irgendwie was. Also... Das wäre ihre Straßenbahn gewesen. Winki, winki, dann nehmen wir die nächste. Ich glaube, da hinten sieht man die schon. Da kommt schon die nächste Straßenbahn. Lass uns mal zur Haltestelle gehen. Nee, ich glaube, die können wir nehmen. Ich glaube, die fahren von hier aus alle über den Hauptbahnhof. Ja, doch, steht dran, die fahren alle. Da steht auch Hauptbahnhof dran. Die nehmen wir jetzt. Auf geht's, komm, Hessebuck. Jetzt sind wir am Frankfurter Hauptbahnhof. Haha. Jetzt geht es zur S-Bahn am Hauptbahnhof. Mann, was haben wir ein Glück. Straßenbahn weggefahren, jetzt die S-Bahn vor der Nors wegfahren. Um 20.44 Uhr kommt dann die S-Bahn. Ach, hör doch auf. Leco mio. So, wir sind angekommen am Bahnhof. Komm, geh runter. Was? Komm, mir ist kalt. Was? Die Hessenmutter haben wir heimgebracht. Ich besorge noch schnell was. Macht's gut und habt ein schönes Wochenende.